Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 8. Lesung Roms Ziele in Theorie und Praxis. Was ihr natürlich nicht wisst, was ich euch aber jetzt sage, ist, dass es eine ganze Weile her ist, dass ich die 7. Lesung gemacht habe. Ich war irgendwie, hatte nicht die Zeit, nicht die Ruhe, mich nochmal hinzusetzen und es sind viele Dinge auf mich eingestürzt, viele neue Erkenntnisse dazugekommen in Studien, die ich inzwischen mit einem Bruder aus England und Tom Fress aus Amerika zusammen mache. So viele wichtige Dinge, die ich als Erkenntnis dazu gewonnen habe, dass ich gar nicht weiß, ob ich jetzt so weitermachen kann oder ob ich erstmal wirklich eine lange, lange, lange Pause einlegen muss. Aber Roms Ziele kann ich inzwischen auch weiterlesen, möchte ich auch gerne weiterlesen. Ich hatte unterbrochen mit dem Buch vom deutschen Kaiser Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918. Das sind zwei Lesungen, die auch in dieser Spielliste veröffentlicht wurden, nach der Lesung Roms Ziele Nummer 5. Ich hatte aber 6 und 7 von Roms Ziele bereits gemacht und hochgeladen und jetzt mache ich halt heute den 8. Teil. In der Zwischenzeit habe ich von Bruder Gerald, so heißt der, der mir das Buch Roms Ziele damals zugänglich gemacht hat, und auch noch andere Dinge geschickt hat, eine ganze Menge neue Dinge dazu bekommen. Und worauf ich vor allen Dingen mal eben hinaus wollte, und das habe ich jetzt ganz vergessen vorzubereiten, also werde ich das mal eben mit der Kamera aufnehmen müssen und dann dieses Video kurz umschalten von einem normal aufgenommenen Audio mit Bildern eingeklebt auf eine Kamera, weil das muss ich euch zeigen. Da gehen wir mal kurz rein. Das ist wirklich wichtig, dass wir das sehen. Naja, und dann habe ich festgestellt, dass Archive heute Probleme hat. Das hatten sie auch gesagt. Die meinten, da ist wohl irgendwie eine geplante Power Outage, also nach dem Motto, dass sie da heute wohl einen geplanten Energieverlust haben, weshalb die Seite nicht funktioniert. Und außerdem hat anscheinend Gerald nicht die zwei Dinge so hochgeladen, zumindest finde ich nur das eine, das neue finde ich nicht. Also um die Sache kurz zu machen, es geht um das moderne ABC von dem Jesuiten F.R.X. Brochs von 1902. Und ihr erinnert euch ja, dass ich damals sagte, ich hatte das gelesen in dem Buch hier von Roms Ziele, dass der Autor eben sagte von ja, in der ersten Ausgabe dieses Heftchens hat der Autor bei der Inquisition etwas reingeschrieben, was nicht so gut angenommen wurde. Im Gegenteil, es wurde nicht nur gut angenommen, es gab sogar tatsächlich da einen Aufruf dagegen, öffentlich, in einer Zeitung sogar. Ich habe da sogar die Artikel von gelesen. Weil der Brochs eben geschrieben hatte in der allerersten Auslage, dass ein Heretiker, also ein Ketzer, eben auch den irdischen Tod verdient. So, jetzt habe ich hier eben das Originalheft, den ersten Druck, wo das noch drin steht, habe ich hier in der Hand. Nur jetzt suche ich das eben, das ist klein geschrieben und das ist Frakturschrift. Jetzt suche ich eben das Zitat, wo das hier genau drin steht, weil wir wollen ja jetzt nicht den ganzen Artikel lesen, sondern ich wollte nur mal kurz auf die Vermeldung mit ein und wollte euch das einmal kurz vorlesen, wie das hier halt original in dem Schreiben von dem Brochs heißt. Ja. Jetzt muss ich das aber echt gerade suchen, weil das ist ja, er hat mir das noch angezeigt, wo das drin steht, als er mir das Buch geschickt hat. Ja. Und ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Das ist gewiss eine große Sünde, wofür er nach der Heiligen Schrift die ewige Höllenstrafe verdient hat. Verdient hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod. So. Wer deshalb das Mittelalter der Grausamkeit und Intoleranz anklagen will, soll sich daran erinnern, dass Calvin und so weiter, da erzählt er große Lügen, lese ich jetzt gar nicht groß weiter, das steht auf als Punkt 1229 hier auf der Seite. Punkt 122 ist die Inquisition, das ist Seite, ich weiß nicht, 122 oder sowas in dem Büchlein. Ich habe es online jetzt gerade nicht gefunden, da war es glaube ich Seite 206 in dem einen Buch. Also das könnt ihr ja nochmal schauen. Der wichtige Punkt ist halt, dass der
Gustav Mix in Roms Ziele das Zitat gesagt hat und sagte von, das wurde dann in späteren Editionen, also in späteren Ausgaben, wurde dieser Satz gestrichen. Und ich habe hier physisch beide Bücher vor mir liegen, die Erstausgabe und eine zweite verbesserte Ausgabe. Und in der zweiten verbesserten Auflage steht es eben nicht drin. So, das wollte ich euch jetzt hier mal kurz im Bild zeigen. Das geht aber aufgrund technischer Probleme nicht. Und ich habe keine Lust, das Video wieder vorauszuschieben und zu sagen, ich mache das heute wieder nicht, die Lesung. Ich will die Lesung jetzt gerne hinter mich bringen, weil ich möchte gerne nicht nur diese achte Lesung von Roms Ziele machen. Ich möchte mit dem ganzen Buch von Roms Ziele durchkommen, weil es ist ein unglaublich tolles und wichtiges Buch, was mich ja auch dazu geführt hat, nochmal in der Zwischenzeit diese zwei Einschübe zu machen über Kaiser Wilhelm II. Das fällt ja in dieselbe Zeit. Ne? Das war ja 1903. Das Buch hier ist geschrieben 1911. Das passt ja alles. Ne? Das ist so wunderbar, wenn die Dinge so ineinander reinpassen. Und ich möchte nach Roms Ziele noch andere kleine Dinge weitermachen, die ich dann wahrscheinlich auf dem rheindeutschen Kanal hochladen werde. Aber im Augenblick geht alles drunter und drüber mit den Planungen. Und es gibt leider ein paar Leute, die ihre Mitarbeit und Zuarbeit versichert haben, und auf die man sich nicht so verlassen kann. Und das ist sehr schade, weil dadurch kommt natürlich die ganze Agenda in Gefahr und muss nach hinten hin verschoben werden. Und wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Also, wir fangen jetzt an auf Seite 10 in dem PDF. Das ist Seite 16 in dem Büchlein Roms Ziele. Ich lese da nochmal den letzten Absatz auf dieser Seite. So weiß nun also jedermann, woran er mit Rom ist. Könnte es wenigstens wissen, durch Rom selbst. Ich habe diesen Absatz schon mal vorgelesen, deswegen werde ich da jetzt auch nicht allzu viel kommentieren, aber der Punkt ist eben, dass dieses Buch hier, so wie viele andere Bücher, die ich in der Vergangenheit gelesen habe und auch Dinge, die ich in der Zukunft lesen werde, oftmals römisch-katholische Quellen genau das bestätigen, was ich sage. Oder das bestätigen, was der Autor hier sagt. Wir hatten ja gesehen, welche Dinge er alle angeholt hat und wir werden in der Zukunft noch sehen, wenn der Autor über die verschiedenen Konkordate spricht, das ist eben alles bestätigt, schriftlich festgehalten von der römisch-katholischen Kirche selbst. Und deswegen, jeder könnte es wissen, durch Rom selbst, wenn er nur seine Nachforschungen anstellen würde. Wenn die Leute sich dafür interessieren würden, das wirkliche Leben zu umarmen, anstatt diese Theatervorstellung, die uns hier gehalten wird, zu genießen. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der hier mal gemacht werden sollte. Der Autor fährt fort und sagt, wenn trotzdem so vielfältig Klagen laut werden über Roms Hinterhältigkeit und Unzuverlässigkeit, so ist das lediglich die Folge einer verhängnisvollen Selbsttäuschung. Genau in der leben wir heutzutage. Der man sich, vornehmlich in führenden politischen Kreisen, über Roms Absichten hinzugeben pflegt. Ich finde den Teil vornehmlich in führenden politischen Kreisen absolut richtig in diesem Buch, aber ich möchte es nicht darauf beschränken. Die meisten Menschen leben heute in einer verhängnisvollen Selbsttäuschung. Aber die Lüge ist ja so angenehm und deswegen macht man sich keine Mühe, die Wahrheit rauszusuchen. Leider. Ja? Wenn man trotz so vielfältiger Klagen, wenn trotzdem so vielfältig Klagen laut werden über Roms Hinterhaltigkeit und Unzuverlässigkeit, so ist das lediglich die Folge einer verhängnisvollen Selbsttäuschung, der die ganze Menschheit anhängt, der man sich vornehmlich in führenden politischen Kreisen über Roms Absichten hinzugeben pflegt. Denn dass gerade diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, so wenig über Roms eigentliche Ziele unterrichtet sein sollten, wie es manchmal nach den Unbegreiflichkeiten unserer Kirchenpolitik zu urteilen den Anschein hat, ist es doch nicht anzunehmen. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ich da letztes Mal darauf eingegangen bin, dass gerade diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, so wenig über Roms eigentliche Ziele unterrichtet sein sollten. Da müssen wir doch hauptsächlich schon mal unsere Pastoren, ja, unsere evangelischen Lehrer in der Kirche mal drauf ansprechen und sagen, wenn du dich hier hinstellst und sagst, du bist Mitglied der lutheranischen Kirche, der Methodistenkirche oder der, was weiß ich, welcher Kirche auch immer, und oder Pfingstgemeinde oder was auch immer, also eine protestantische Gemeinde, weil es ist ja alles nicht römisch-katholisch, alles was nicht römisch-katholisch ist, ist ja eigentlich protestantisch. Wenn du dich da vorne hinstellst, warum lehrst du nicht, dass der Papst der Antichrist ist?
Warum lehrst du nicht, dass wir immer noch in den 1260 Jahren der Regierung des Antichristen leben? Eine Lehre, die in dieser Welt leider überhaupt nicht gelehrt wird. Du führst uns genauso in die Lüge wie Rom. Und wenn ihr das feststellt, wenn ihr das in der Kirche feststellt, dass euer Pastor oder wer auch immer da vorne hinter der Kanzel steht, nicht darüber spricht, dann solltet ihr ganz schnell diese Kirche, diese Gemeinde verlassen. Dann arbeitet die an eurem Untergang und nicht daran, dass ihr Jesus Christus zur Erlösung finden könnt. Diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, da kann ich doch einen Pastor in der evangelischen Kirche, egal welcher Kongregation, nicht ausschließen. Die haben doch auch mit Rom zu tun, weil sie gegen Rom arbeiten sollten. Das ist doch überhaupt ihre ganze Berufung, die sie haben sollten. Ne? Und der Gustav Nix, der konzentriert sich hier jetzt halt auf politische Kreise, auf Höhergestellte, auf, ja, lass uns mal sagen, wie gesagt, hauptsächlich in der Politik, aber ich erweitere das gerne noch über die auf die Kirche auf, aus, ja? Also derjenige, der hinter der Kanzel steht und uns nicht lehrt, dass das Papsttum der Antichrist ist, muss sich diesen Schuh hier genauso weit anziehen, dass er einer verhängnisvollen Selbsttäuschung unterliegt und vor allen Dingen, dass er diejenigen, die ihn in der Kirche besuchen, auch noch in eine Selbsttäuschung mit hineinführt. Nicht nur in vornehmlich führenden politischen Kreisen, sondern auch in Kirchenkreisen, auch in Kreisen der Schule und so weiter und so weiter. Ne? Das beinhaltet im Grunde unser ganzes Leben. Alle Leute, die irgendeine Autorität haben, ob sie sich jetzt angemaßt haben oder von uns die freiwillig bekommen, das spielt jetzt gar keine Rolle. Alle Leute, die mit irgendeiner Autorität über andere agieren, haben mit dieser Autorität auch eine Verantwortung. Und ganz sicher in der Kirche und in der Politik haben sie die Verantwortung gegenüber denjenigen, denen sie eigentlich dienen sollen, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist nun mal, dass Jesus der Christus und das Papsttum der Antichrist ist. Und wenn ich das eine lehre, aber das andere nicht, dann erzähle ich nur die halbe Wahrheit. Und die halbe Wahrheit erzählen kommt genauso gut gleich wie eine Lüge zu sagen. Ja? Also. Nochmal. Denn dass gerade diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, so wenig über Roms eigentliche Ziele unterrichtet sein sollten, wie es manchmal nach den Unbegreiflichkeiten unserer Kirchenpolitik zu urteilen den Anschein hat, ist doch nicht anzunehmen. Es will mir vielmehr scheinen, sagt der Autor, als ob die Auffassung Niebuhrs von der sinkenden Macht des Papsttums, der man den herkömmlichen Kurialstil getrost zugutehalten dürfe, auch heute noch vielfach als eine unglückselige Erbschaft in Diplomatenköpfen herumspukt. Vergleiche Lippolds Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, erschienen in Elberfeld 1883, Band 2, Paragraph 46, dazu besonders im literarisch-kritischen Anhang, Seite 834 fortfolgende, wo der verhängnisvolle Irrtum Niebuhrs vortrefflich gekennzeichnet wird. Wenn es unter anderem heißt, Zitat, ja, aus Rippolds Handbuch der neuesten Kirchengeschichte: Über der zwar äußerlich wiederhergestellten, aber von Beginn tief erschütterten weltlichen Macht wurde die Bedeutung der Geistlichen derart übersehen, dass selbst ein Ranke den Diplomaten in diesem Grundirrtum nachfolgte. Ebenso schien ihm, wir sprechen hier über Niebuhr, ein Vertrag mit zweideutigen Ausdrücken völlig in Ordnung, wenn der Unterhändler der Kurie nur heimlich, wohl mündlich, die Nichtausführung der bedenklichen Punkte versprach. So galt ihm sogar die geistliche Gerichtsbarkeit, Zitat, nach den jetzt geltenden Kirchensatzungen, Ende Zitat, für ganz unverfänglich. Die geistliche Gerichtsbarkeit nach den jetzt geltenden Kirchensatzungen. Dass diese jetzt geltenden Satzungen alle Ansprüche der Bulle unam sanctam einschlossen, lag außer seinem Horizont. Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit und Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf das bürgerliche Gebiet. Strafbarkeit der Ketzer, wie wir gerade ja in modernes ABC gelesen hatten. Und Ungültigkeit der von der Kirche nicht anerkannten Ehen und Ehescheidungen.
Zensur und Bücherverbot, unbestrittene Vermehrung der Güter der toten Hand und volle Abhängigkeit der Schule vom Klerus. Überhaupt alles, was die Kurie in ihrem Interesse verlangte, erschien in Niebuhr wohl gar als die besten Heilmittel des Staates gegen die Revolution. Ja? Jetzt ist natürlich interessant, ich hatte gerade die tote Hand erwähnt. Ja? Unbestrittene Vermehrung der Güter der toten Hand. Nun, ich habe hier zwei Links in das PDF mit eingeklebt, was die tote Hand erklärt. Und ich werde euch jetzt einen dieser Links mal vorlesen. Hier geht es um Amortisationsgesetze. Tote Hand. Als tote Hand, lateinisch manus mortua oder französisch main morte, italienisch mano morta, werden Körperschaften und Stiftungen mit Vermögen bezeichnet, das der Veräußerung und Vererbung entzogen ist. Und welche Körperschaften und Stiftungen sind der Vererbung entzogen? Na, der Begriff wird hauptsächlich bei geistlichen Körperschaften und Stiftungen, aber auch bei weltlichen juristischen Personen wie Gemeinden, staatlichen Körperschaften, Spitälern, religiösen Kongregationen und so weiter verwendet. Also, worum geht es denn hier? Im Buch lesen wir unbestrittene Vermehrung der Güter der toten Hand. Also mit anderen Worten, etwas vermehrt sich und für diese Vermehrung muss keine Steuer bezahlt werden. Und diese Vermehrung des Reichtums muss ja irgendwo hingehen. Also irgendjemand wird immer irgendwie reicher, weil man eben solche Dinge gar nicht angeben muss. Wie eben manus mortua, man mortre oder mano morta, tote Hand. Körperschaften und Stiftungen mit Vermögen, das der Veräußerung der Vererbung entzogen ist. Nun, die Kirche vererbt ja nichts. Was die Kirche einmal hat, das hat sie. Und in der Kirche, wenn sie den Besitz erstmal hat, vermehrt sich der Besitz. Und das ist damit gemeint. Auf der Webseite lesen wir weiter, insbesondere der französische Terminus mère mortre bezeichnete auch den Besitzer, der nicht vererben konnte. Vasallen und Leibeigene, die über ihre Güter nicht verfügen durften, und erbunfähige Eigenleute, beziehungsweise die auf dieser Erbunfähigkeit beruhenden Rechte, wie Heimfalls- und Erbrecht der Lehns- und Leibherren. Mit anderen Worten, wenn ich also einen Vasallen oder Leibeigenen hatte, der Besitz hatte, und der Besitz konnte nicht vererbt werden, weil dieser Mensch kein Erbrecht hat, dann fiel dieses Recht, dieser Besitz einem anderen zu. Zum Beispiel jetzt dem, sage ich jetzt mal, leibeigenen Eigentümer. Okay? Und vor allen Dingen, wenn das eben in der Kirche ist. Viele Menschen sind Eigentum der Kirche und wissen es gar nicht. Und alles, was die Kirche dann mit ihnen erwirtschaftet, fällt der Kirche zu und wird nicht weiter vererbt, sondern ist im Grunde aus dem Besitztum, aus dem Eigentum der Wirtschaft eines Landes herausgenommen. Und das ist der Punkt, den man mit dieser Manus Mortua verstehen muss. Hier wird eine zweite Wirtschaft aufgesetzt. So wie es eine Schattenregierung gibt, gibt es auch eine Schattenwirtschaft. Und die basiert sich hauptsächlich eben auf der toten Hand. Das kann man ja auch immer selber noch ein wenig weiter nachforschen. Aber ich wollte euch nur mal eben den Tipp geben, das ist das, worum es hier im Grunde eigentlich geht. Es sind hier ein paar Dinge aufgeführt in diesem Schreiben von dem Niebuhr, wo wir gerade von gesprochen haben. Das heißt ja hier das Rippolds Handbuch der neuesten Kirchengeschichte. Ja, da ist das Zitat ja rausgenommen, wo dann eben drin steht, dass diese jetzt geltenden Satzungen, die Kirche ist sempere adem, das heißt, diese Satzungen verändern sich nie, alle Ansprüche der Bulle unam sanctam einschlossen. Und die Bulle unam sanctum solltet ihr ja inzwischen von mir und meinen Videos kennen, lag außer seinem Horizont. Das beinhaltet Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Ja, also die geistige Macht wird nicht von der weltlichen Macht im Gericht zur Rechenschaft gezogen. Aber es beinhaltet auch die Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf das bürgerliche Gebiet. Mit anderen Worten, alle bürgerlichen Gesetze, bürgerliches Gesetzbuch und so weiter, müssen dem römisch-katholisch-kanonischen Recht angepasst sein. Dann sind es de jure Gesetze. Ansonsten sind es nur de facto Gesetze, ansonsten ist die ganze Regierung nur de facto und das gibt dann ein Problem.
Da habe ich ja schon öfter mal drüber gesprochen. Das ist genau das, was wir hier verstehen müssen. Das ist das, was aus der Bulla Unam Sanctam auch eben deutlich wird, ne? Dass der Papst damals, der Boniface VIII. In 1302 gesagt hat, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Mit anderen Worten, die geistliche Macht steht über der weltlichen Macht und natürlich steht damit auch die geistliche Gerichtsbarkeit über der weltlichen Gerichtsbarkeit. Genau das, was hier drin steht. Und Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf das bürgerliche Gebiet. Also, nicht nur hat die weltliche Gerichtsbarkeit, der geistlichen Gerichtsbarkeit, der kirchlichen Gerichtsbarkeit nichts zu sagen, sondern die kirchliche Gerichtsbarkeit dehnt ihr Gebiet auch noch auf das bürgerliche Gebiet, auf das bürgerliche Gesetzbuch. Strafbarkeit der Ketzer, wie wir gerade eben so wichtig gelesen hatten in modernes ABC, wie der Bronze Jesuit darüber schreibt, und obwohl er es in späteren Ausgaben zurückgezogen hat, ändert das ja nichts an seiner Einstellung oder an der Einstellung der Kirche zu dem Punkt. Es ist ja nicht nur, weil sie es nicht mehr offiziell schreiben, nachdem sie es einmal geschrieben haben. Was ich einmal geschrieben habe, kann ich ja nicht wieder zurücknehmen. Wenn es gedruckt ist, dann ist es ja gedruckt. Aber der Punkt ist, dass die römisch-katholische Kirche mit Ketzern immer noch genau so verfährt, wie bei Bronze im modernen ABC in der Erstausgabe geschrieben war. Ein Ketzer, ein Heretiker, hat das Recht auf das irdische Leben verwirkt. Weil er eben entgegen der Bulla Unam Sanctam von Papst Boniface VIII. Ist, weil er sich nicht ein Subjekt des römischen Pontiff macht. Ja? Strafbarkeit der Ketzer und Ungültigkeit der von der Kirche nicht anerkannten Ehen und Ehescheidungen. Welche sind denn das? Nicht anerkannte Ehen sind die Ehen, die vom Staat durchgeführt werden. Die Kirche erkennt die Ehen, die vom Staat durchgeführt werden, nicht an. Also wenn ihr zum Standesamt geht und ihr lasst euch da trauen, dann erkennt die Kirche diese Ehen nicht an. Diese Ehen sind ungültig. Aus Sicht der Kirche lebt ihr in Unzucht miteinander. Und Ehescheidungen, die vom Staat durchgeführt werden, sind genauso ungültig im Licht der Kirche. Ja? Zensur und Bücherverbot. Da gab es sogar mal die Liste der verbotenen Bücher, wo so viele Jahre lang die Bibel drauf stand. Das tut sie jetzt nicht mehr, aber die Liste gibt es, glaube ich, immer noch. Unbestrittene Vermehrung der Güter der toten Hand, wo wir gerade drüber gesprochen hatten. Und volle Abhängigkeit der Schule vom Klerus. Also mit anderen Worten, was die Kirche nicht gut heißt, wird in der Schule nicht gelehrt. Also kannst du im Grunde genauso gut statt in die Schule in die Kirche gehen. Kriegst du denselben Quatsch gelehrt. Das sagt dir nur keiner. Überhaupt alles, sagt der Autor, was die Kurie in ihrem Interesse verlangte, erschien Nibu wohl gar als die besten Heilmittel des Staates gegen die Revolution. Ende Zitat. Na, jetzt lesen wir dann weiter. Vielleicht ist es auch die ganze Ungeheuerlichkeit der römischen Ansprüche, die nüchterne Realpolitiker öfter als Gutes dazu verführt, sich mit einem verächtlichen Achselzucken über sie als nicht ernstzunehmende Velitäten, ja, das ist wieder ein ganz bestimmtes Wort hier, das habe ich dann auch aufsuchen müssen. Ich probiere hier gerade eben mal meine Note zu öffnen, wo ich das reingeschrieben habe. Das funktioniert nur irgendwie nicht. Das ist mit diesem neuen Computer ist das ganz bescheiden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Früher PDF, klickst du einmal auf den Bericht und kriegst du ihn. Und jetzt habe ich ihn hier. Velitäten. Ja? Also, ich lese erstmal den Satz nochmal, dass wir verstehen, worum es ging. Ja? Vielleicht ist es auch die ganze Ungeheuerlichkeit der römischen Ansprüche, die nüchterne Realpolitiker öfter als Gutes dazu verführt, sich mit einem verächtlichen Achselzucken über sie als nicht ernstzunehmende Velleitäten hinwegzusetzen. Was sind Velleitäten? Äußerung des Wollens, die noch nicht zur Tat geworden, also bloße Willensregung ist, beziehungsweise Kraft und tatenloses Wollen geblieben ist. Das sind Velleitäten. Ja? Lesen wir den Satz nochmal, wenn wir Velleitäten jetzt verstehen. Vielleicht ist es auch die ganze Ungeheuerlichkeit der römischen Ansprüche, die nüchterne Realpolitiker öfter als Gutes dazu verführt, sich mit einem verächtlichen Achselzucken über sie als nicht ernstzunehmende Velleitäten hinwegzusetzen. Also mit anderen Worten, die Ansprüche der Kirche als eine bloße Willensregung, Kraft und tatenloses Wollen
abzutun. Man kann Rom mit seinen Forderungen gar nicht ernst genug nehmen. Das ist die Conclusio, die der Autor daraus zieht, und er hat vollkommen recht. Rom äußert keine Velleitäten. Denn Rom selber nimmt es durchaus ernst damit. Mit zäher Ausdauer hält es an seinen Zielen fest und wird nicht müde, sie, wo es irgend angeht, zu verwirklichen. Die ganze Geschichte der katholischen Kirche während des 19. Jahrhunderts ist im Grunde nichts anderes als eine Geschichte der schrittweisen Verwirklichung ihrer maßlosen Ansprüche. Wohl hat Rom in seinem Kampf um die Weltherrschaft während des vergangenen Jahrhunderts, also des 19., manche Schlappe erlitten. Aber wer das Rom am Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem des beginnenden 20. Jahrhunderts vergleicht, muss doch, wenn er nicht völlig mit Blindheit geschlagen ist, zugeben, dass es durch alle einzelnen Niederlagen hindurch in manchen Ländern seinem Ziel merklich näher gekommen ist. Und ich möchte gar nicht erst die Diskussion beginnen, wie das heute im 21. Jahrhundert aussieht, gegenüber dem 19. oder selbst gegenüber dem 20. Das ist natürlich auch immer ein bisschen so diese Zahn-zu-Taktik, ne? Erscheine schwach, wenn du stark bist, und stark, wenn du schwach bist. Und genau das hat die römische Kirche durch die Jahrhunderte öfter getan. Und heute erscheint sie ja so schwach. Die Leute glauben ja, die Kirche ist so arm, die Kirche hat gar keine Macht und dies und das. Und dabei erkennt dann jemand wie Gorbatschow den Papst als höchste moralische Autorität auf dieser Erde an. Ne? Wie passt das denn zusammen? Nochmal, ich finde das einen sehr interessanten Satz. Wohl hat Rom in seinem Kampf um die Weltherrschaft während des vergangenen Jahrhunderts, also 19., manche Schlappe erlitten. Ja, wir wissen das ja. Wir hatten die Revolution 1848, wir hatten überall das Aufkommen von Republiken wie in Italien, in Deutschland, wir hatten die Gründung von Belgien und parlamentarische Königreiche und so weiter und so weiter. Also, da hat also anscheinend Rom eine Schlappe erlitten. Aber wenn man jetzt Rom des beginnenden 20. Jahrhunderts mit dem des 19. Jahrhunderts vergleicht, muss man, wenn man nicht völlig mit Blindheit geschlagen ist, zugeben, dass es durch alle einzelnen Niederlagen hindurch in manchen Ländern mit seinem Ziel merklich näher gekommen ist. Und das ist genau der Punkt. Rom verliert vielleicht hier und da eine Schlacht, aber gewinnt schlussendlich den Krieg. Ja? Oder verliert vielleicht hier und da einen Kampf, aber noch nicht die ganze Schlacht. Und wenn am Ende von vielen Schlachten mal zusammengezählt wird, dann haben die anderen mehr Gefallene als Rom. Dann haben die anderen mehr Niederlagen als Rom erlitten. Und das ist genau der Punkt, den der Autor hier macht. Ja? Dass Rom durch alle einzelnen Niederlagen hindurch in manchen Ländern seinem Ziel merklich näher gekommen ist. Und das ist natürlich die Frage, welche Länder sind das? Und welche Macht ist mit diesen Ländern gekoppelt? Da wird es interessant. Und diese seine Erfolge verdankt Rom in erster Linie der eisernen Konsequenz, Semperi Adem, mit der es alle Zeit sein letztes Ziel im Auge behalten hat, um so der vielfach schwankenden, grundsatzlosen, von der Hand in den Mund lebenden Kirchenpolitik der einzelnen Staaten ein wertvolles Beutestück nach dem anderen abzuringen. Das 19. Jahrhundert ist ja kirchenpolitisch angesehen recht eigentlich die Zeit der Konkordate. Und hier haben wir das Gebiet, auf dem Rom seine glänzendsten Siege erfochten hat. Gewiss, die Konkordatsära ist hoffentlich für immer vorbei. Das sagt der Autor Anfang des 20. Jahrhunderts und 30 Jahre später, also nicht ganz, erst 1911 geschrieben, also selbst 22 Jahre später, 1933, haben wir in Deutschland ein sehr schließendes Konkordat beschlossen oder wurde für Deutschland eins beschlossen. Aber da komme ich gleich in einem Kommentar nochmal drauf. Aber der Autor kann ja nicht in die Zukunft gucken, der kann nur das sagen, was er im Augenblick 1911 erlebt. Hier haben wir das Gebiet, auf dem Rom seine glänzendsten Siege erfochten hat, auf dem Gebiet der Konkordate. Gewiss, die Konkordatsära ist hoffentlich für immer vorbei. Leider nein, obwohl noch eine ganze Reihe von Konkordaten in Kraft ist, also die aus dem 19. Jahrhundert. Und dazu habe ich dann nebenbei noch etwas kommentiert, das da heißt, und Deutschland bekommt 1933 sein Konkordat. Heute,
In 2021 haben die meisten Länder der Welt ein Konkordat. Langsam, aber unaufhörlich, wie ein Tsunami, umfasst die römisch-katholische Kirche die ganze Welt mit ihrer Macht, die mündet in der neuen Weltordnung. Ja, und dann sind hier ein paar interessante Fragen, die gestellt werden, die ich stelle in diesem Kommentar. Sind die 1260 Jahre der Antichristenregierung tatsächlich schon vorbei? Wie können wir uns sonst die Macht des Papstes heute und die ganzen Konkordate weltweit überhaupt erklären? Sind wir hier vielleicht einem Irrtum aufgesessen? Ich habe dann hier auch noch ein paar Links mit reingemacht, unter anderem concordatewatch.eu. Das könnt ihr euch dann gerne mal angucken. Da seht ihr alle im Augenblick bestehenden Konkordate in dieser Welt. Ja? Und die Frage, die ich hier stelle, sind die 1260 Jahre der Antichristenregierung wirklich schon vorbei? Die Antichristenregierung, die im Buch von Daniel genannt wird, als er regiert eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, die an anderen Stellen hervorgehoben wird, einmal als 42 Monate, einmal als 3,5 Jahre und einmal als 1260 Tage, wobei jeder Tag für ein Jahr gilt in einer biblischen Prophezeiung, weil wir dann das Jahr-Tag-Prinzip zupassen müssen. Sind diese 1260 Jahre wirklich schon vorbei? Sind wir hier vielleicht einer Irrlehre aufgesessen in dieser Welt, die uns überall erzählt, dass diese Zeit bereits 1798 oder 1866 bereits aufgehört hat? Haben wir das richtige Anfangsdatum der 1260 Tage? Warum steht in der englischen König James, dass der Antichrist, wenn er seine Macht erreicht hat, für 1260 Tage fortfahren wird? In der deutschen Übersetzung findet man das nicht. Im Englischen steht continue. Erst erwächst er zu seiner Macht und dann wird er in seiner Macht 1260 Jahre regieren. Ist das wirklich schon vorbei? War das 1798 erfüllt? War das 1866 erfüllt? Oder steht uns die Erfüllung erst noch bevor? Und wurde die Offenbarung und viele andere Bücher uns mit futuristischer Sichtweise erklärt? Eine futuristische Sichtweise, die dahin deutet, dass der Papst gar keine Macht mehr habe. Ich stelle diese Frage, auch wenn ich das jetzt hier nicht zum Thema der Sendung machen möchte, das fragt noch viele weitere Studien. Aber der Punkt, ich hab mir die Frage schon immer gestellt, warum hat der Papst, warum hat die römisch-katholische Kirche solch eine unglaubliche Macht, wie sie das heute hat, wenn diese 1260 Jahre doch schon vorbei sind? In welcher Zeit leben wir denn dann angesehen in der Offenbarung, wenn die 1260 Jahre tatsächlich schon vorbei sind? Und wenn sie noch nicht vorbei sind, wann enden sie dann? Kann man das wissen? Und ist das Datum wichtig? Oder ist wichtig, was in der Bibel steht, wo geschrieben steht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen? Ich erkenne ja das Papsttum an seinen Taten, dass es Macht hat. Wie lange es die Macht schon hat und wie lange es die Macht noch hat, das ist vielleicht eine Frage, die man hier und da stellen muss und die man nachforschen kann und die man untersuchen kann, die man studieren kann, um zu einer befriedigenden Antwort zu kommen. Aber ich habe mir schon immer die Frage gestellt, sind die 1260 Jahre wirklich schon vorbei? Gerade wenn ich sehe, dass 1933 mit Deutschland ein Konkordat geschlossen wurde, das heute 2021 immer noch unverändert gültig ist und ich glaube fast 180 Nationen inzwischen ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche haben, da muss man sich die Frage doch mal stellen. Wird uns hier in dieser Welt etwas gelehrt, was dafür sorgt, dass wir unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit von Rom hinwegnehmen? Ist das nicht dasselbe wie die Lehre, der Papst ist nicht der Antichrist? Diese futuristische Lehre von einem Antichristen, der am Ende der Zeit kommt für 3,5 Jahre und davor gibt es dann die große Entrückung und dann kommt die große Trübsal. Ne? Ihr kennt ja die Lehren der Left Behind, der Zurückgelassenen, der futuristischen Lehre mit Entrückungslehre und Trübsallehre, 7 Jahre.
Ich weiß, das hat jetzt nicht mit diesem Buch zu tun, aber das ist mal eine Sache, da möchte ich mal, dass jemand drüber nachdenkt und eure Gedanken macht. Ihr könnt in keine Kirche auf dieser Welt gehen, wo heutzutage nicht gelehrt wird, dass die 1260 Jahre wirklich schon vorbei sind. Die Frage ist, welche Lehre ist für mich wichtig? Die Lehre, die mir der Mensch gibt, die menschliche Erklärung der Bibel oder das, was ich durch das eigene Bibellesen zu der Lösung, die ich durch das eigene Bibelstudium selber komme? Ist es der Heilige Geist, der mich in alle Wahrheit leitet, durch die Bibel zu studieren? Oder welchem Geist folge ich, wenn er mich zu irgendwelchen Menschen leitet, die mir irgendwelche Dinge über die Bibel erzählen wollen und wie die sie erklären und auslegen? Da muss ich eben irgendwann mal einen Punkt machen und muss sagen, die Bibel und die Bibel alleine oder aber Menschenlehre. Nach Menschenlehre, so wie wir hier in dieser Welt finden heutzutage, sind die 1260 Jahre der Antichristenregierung vorbei. Sagt die Bibel wirklich dasselbe? Habe ich die Bibel wirklich schon mal probiert zu studieren, ohne meine Brillengläser von der Kirche abzusetzen, also um die abzusetzen, um zu sagen, ich schaue auf die Bibel nicht durch die Brille der Kirche, sondern durch die Brille der Unvoreingenommenheit, der wirklichen Unvoreingenommenheit und ich lese die Bibel Wort für Wort und verstehe dann auch Wort für Wort, was da steht. Entschuldigung, ich wollte diese große Abschweifung jetzt nicht machen, aber der Autor weist natürlich darauf hin. Wenn der Autor hier spricht von den Konkordaten, wenn er sagt, dass das 19. Jahrhundert kirchenpolitisch gesehen eigentlich die Zeit der Konkordate ist und dass wir hoffentlich diese Zeit für uns immer hinter uns gebracht haben, wobei, obwohl eine ganze Reihe von Konkordaten noch in Kraft ist, ja, dann muss ich doch darüber nachdenken, wenn ich in 2021 damit konfrontiert werde, dass über 170 Länder, das weiß ich sicher, es sind, glaube ich, knapp 180, ein gültiges Konkordat der römisch-katholischen Kirche mit dem Vatikan haben. Da muss ich mir doch die Frage stellen, wenn die Regierungszeit des Antichristen schon vorbei ist, warum bestehen dann diese ganzen gültigen Konkordate heutzutage in der Welt? Und genau das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt im Augenblick und wo ich viele Zeit zum Studieren auch noch dranhänge, weshalb ich einige andere Projekte vielleicht weiter nach hinten schieben muss, aus dem einfachen Grunde, weil ich mir nicht erlauben will, irgendeine Falschlehre zu lehren. Und ich möchte jeden in diesem Augenblick, wo er dieses hört, was ich hier lese, was ich hier sage, ich lese ja im Augenblick nichts, ich sage ja nur, was ich erzähle, was ich kommentiere, ich möchte jeden, dass er sich da mal wirklich mit auseinandersetzt für sich selber und seine eigene Bibel nimmt, am besten die englische, 1611 King James, weil da habe ich es ja festgestellt, dass es nicht richtig drin steht. Wir haben die deutsche Bibel. Na? Ich hatte ja immer gesagt, wenn wir eine deutsche Bibel haben, dann müssen wir die Schlachterbibel haben, die Schlachter 2000. Und wenn wir da mal kurz, nur um das Thema mal ganz kurz anzusprechen, ich will gleich die Lesung weitermachen, aber ich muss da mal kurz drauf. Wir haben in Vers 5 in Offenbarung 13, da steht, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnten. Das ist Verse 5 und 6 aus Offenbarung 13 im Deutschen. Ja? Es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte mit Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Genau so steht es hier in der deutschen Bibel. Jetzt lesen wir mal dasselbe in der englischen Bibel. Muss ich mal eben hier die 1611 in Offenbarung 13 aufmachen. Und dann lesen wir hier in Vers 5. And there was given unto him a mouth speaking great things. Ja, also es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge sprach. And blasphemies und Gotteslästerungen. And power was given unto him und Macht wurde ihm gegeben to continue 40 and 2 months.
um 42 Monate fortzufahren. Ja, vergleichen wir doch mal eben. Offenbarung 13 im Deutschen. Es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Wort und Lästerung redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Im Englischen steht, und es wurde ihm Macht gegeben, um 42 Monate fortzufahren. Das ist was anderes. Weil wenn ich das Englische lese, dann muss ich erstmal zu dem Zeitpunkt hinkommen, wo ich die Macht habe. Und wenn ich die Macht habe, dann fahre ich fort für 1260 Tage. Oder 42 Monate, 3,5 Jahre, 1260 Jahre. Wenn wir ja wissen, dass prophetisch hier ein Tag ein Jahr ist. Ja? Und das ist ein Kasus Knactus, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und der hat damit zu tun, dass wir das erste Tier und das zweite Tier und den falschen Propheten und alles richtig identifizieren müssen. Und in den Studien bin ich im Augenblick drin, sehr, sehr intensiv. Und deswegen verschiebe ich einige Dinge eben auch ein wenig nach hinten. Dass ich euch jetzt schon hier mal eine Einsicht in genau dieses Thema gegeben habe, kann ich ja nicht ändern. Wenn der Autor hier über die Konkordate spricht, sagt, diese Zeit ist hoffentlich vorbei, und wir heute in 2021 sehen, dass die Zeit im Gegenteil nicht nur vorbei ist, sondern dass die Zeit sogar noch viel schlimmer geworden ist. Dass wir gegenüber den Konkordaten im 19. Jahrhundert und denen im 20. Jahrhundert immer noch welche dazu packen. Da kommen immer noch welche bei. Und der Autor sagt uns, dass die Zeit der Konkordate ja ein Beweis ist für die Regierung des Antichristen, für die Regierung des Papsttums. Lesen wir den Satz nochmal, das ist im letzten Absatz hier auf der Seite. Das 19. Jahrhundert ist ja kirchenpolitisch angesehen recht eigentlich die Zeit der Konkordate. Und hier haben wir das Gebiet, auf dem Rom seine glänzendsten Siege erfochten hat. Also, wenn Rom mit den Konkordaten seine glänzendsten Siege erficht hat, erfochten hat, erfichtet, so, das wollte ich sagen, erfichtet, seine glänzendsten Siege erfichtet, dann müssen wir uns doch heute, wo wir 110 Jahre nach Gustav Wicks leben, sagen von, ja, aber Gustav, was du damals nicht wusstest, ist, das ist noch viel weiter gegangen mit den Konkordaten. Heute haben wir fast 180 Konkordate. Ja, was heißt denn das in der Schlussfolgerung? Hier haben wir das Gebiet, auf dem Rom seine glänzendsten Siege erfochten hat. Ja, wenn Rom seine glänzendsten Siege bei den Konkordaten erfochten hat im 19. Jahrhundert, und er meint, das ist jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts vorbei, und wir wissen heute im 21. Jahrhundert, es ist nicht vorbei, dann hat Rom die abgelaufenen 110 Jahre immer noch sehr viele weitere glänzenden Siege erfochten. Das ist der Punkt. Und kann das, wenn die 42 Monate, 3,5 Jahre, 1260 Tage vorbei sind? Das ist die Frage, die ich mir hier stelle. Gewiss, sagt er, gewiss, die Konkordats-Ära ist hoffentlich für immer vorbei. Nee, eben nicht. Obwohl noch eine ganze Reihe von Konkordaten in Kraft ist. Es ist nicht nur, dass hier 1911 noch eine ganze Menge von Konkordaten in Kraft ist, mein lieber Gustav Mix, was du nicht wissen kannst. Es ist so, dass in den letzten 110 Jahren auch noch sehr viele Konkordate dazugekommen sind. Dennoch, ich möchte die Diskussion hier jetzt mal eben beenden, die ich mir ja fast mit mir selber hier führe, und möchte euch noch ein wenig in dem Buch weiterführen. Dennoch, sagt der Autor, kann uns eine genauere Untersuchung der einzelnen von Rom abgeschlossenen Konkordate zur besseren Erkenntnis von Roms Zielen wesentliche Dienste leisten, in zwiefacher Hinsicht. Einmal kann man aus diesen Konkordaten, zumal aus den mit streng katholischen Staaten abgeschlossenen, ersehen, was Rom da, wo es die Macht dazu hat, durchzusetzen entschlossen ist. Sodann aber lehren sie uns mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit, dass Roms Ansprüche nicht bloß, wie man uns so gern glauben machen möchte, theoretischen Wert haben, sondern dass Roms Ansprüche dazu bestimmt sind, in die Praxis umgesetzt zu werden und zum guten Teil auch vielfach praktisch wirksam geworden sind. Der Autor spricht hier nicht zu vergessen vom Anfang des 20. Jahrhunderts.
Wir haben heute die Geschichte der letzten 110 Jahre nach dem Schreiben dieses Papiers, um davon auszugehen und zu sehen, was war der Wissensstand von Gustav Mix 1911? Was ist unser Wissensstand dazu heute? Heute gibt es, ich glaube, 179 ist die genaue Zahl, Konkordate in dieser Welt bei 202 Nationen. Also gibt es nicht mehr viele Länder, die kein Konkordat haben. Und die Konkordatsfrage ist eine Frage, mit der sich das Buch im letzten Teil, den wir ja jetzt angefangen haben zu lesen, viel beschäftigt. Wir werden viele verschiedene Konkordate sehen. Wir werden in den Konkordaten viele verschiedene Paragraphen sehen, in denen Rom eine gewisse Macht fordert. Und wenn die Länder, mit denen die Konkordate geschlossen werden, die Konkordate unterzeichnet mit der römisch-katholischen Kirche, dann geben sie der römisch-katholischen Kirche die Macht. Und das ist nun mal eben das Wichtige. Wenn Rom doch auf dem Weg zur Weltherrschaft ist, dann braucht es ja hier und da immer die kleinen Schritte. Wie nennt man das so schön? Die Politik der kleinen Schritte, ne? Wie hat Juncker das gesagt? Wir gehen zwei Schritte vor und wenn dann ein Aufschrei kommt, gehen wir einen Schritt zurück und dann gehen wir wieder zwei Schritte vor. Schlussendlich gehen sie immer weiter. Weil wenn ich zwei Schritte vor und einen zurückgehe und dann wieder zwei Schritte vor und einen zurück, dann gehe ich immer vorwärts. Schlussendlich. Und das ist genau die Politik von Rom. Durch die Jahrhunderte. Ja? Die Politik der kleinen Schritte. Und deswegen findet Gustav Mix es so wichtig, dass wir uns die Konkordate im zweiten Teil dieses Hefts ganz genau angucken. Und das werden wir auch tun. Denn, so sagt er hier, eine genauere Untersuchung der einzelnen Konkordate kann uns zur besseren Erkenntnis von Roms Zielen wesentliche Dienste leisten. Dass wir erkennen, wo Roms Ziele wirklich hingehen. Die sind ja nicht unter Stühle oder Bänke gesteckt, wo sie ganz deutlich sagt von, nee, guck, wir haben als Ziel die Weltregierung. Das ist unser Ziel und wir verschweigen das nicht. Ja? Und wir können hier die bessere Erkenntnis in zwiefacher Hinsicht ziehen. Einmal können wir aus diesen Konkordaten, zumal mit den aus streng katholischen Staaten abgeschlossenen, ersehen, was Rom da, wo es die Macht dazu hat, durchzusetzen, entschlossen ist. Das heißt, die Konkordate sind ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Länder, mit denen Rom ein Konkordat abschließt, wo es nicht die Obermacht hat. Und es gibt Länder, wo Rom die Konkordate mit abschließt, wo es die Obermacht hat. Dass die verschiedenen Paragraphen in den Ländern, wo es die Obermacht hat, nicht dieselben sind wie mit den Ländern, wo sie nicht die Obermacht hat, ist ja wohl irgendwo logisch. Aber wenn ich eben mit streng katholischen Staaten ein Konkordat abschließe, wie wir uns erinnern, 1851 in Spanien, wie wir gelesen hatten, im Doppelgesicht des Papsttums, und Rom da die absolute Macht hat, wenn wir dann da durch die Paragraphen gehen, dann sehen wir auch, wie Rom seine Macht durchsetzt, weil es die Macht hat, diese durchzusetzen, dazu entschlossen ist und die Macht auch wirklich hat. So dann, und das ist eben der zweite Punkt, so dann aber lehren sie uns mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit, dass Roms Ansprüche nicht bloß, wie man uns so gern glauben machen möchte, theoretischen Wert haben. Nein, sondern dass diese Werte dazu bestimmt sind, in die Praxis umgesetzt zu werden und zum guten Teil auch vielfach praktisch wirksam geworden sind. Das kann man jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Gustav Mix das hier schreibt, sehr gut sehen, weil er bespricht in der Zukunft in diesem Buch einige Konkordate aus dem 19. Jahrhundert, 1850er, 1860er und 1840er Jahre. Ja? Vor allen Dingen, wenn es dann in die südamerikanische Region geht. Es ist super, super interessant. Und deswegen heißt der zweite Teil jetzt dieses Hefts Roms Ziele in der Praxis, Klammer auf, besonders in seinen Konkordaten, Klammer zu. Wir hatten davor gesprochen über Roms Ziele in der Theorie. Und jetzt im zweiten Teil dieses Hefts kommen wir zu den Zielen in der Praxis. Deswegen heißt das ganze Heft Roms Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten. Die Theorie hatten wir besprochen und jetzt gehen wir in die Praxis über. Schon allein die Tatsache, dass es Rom gelungen ist, im Lauf des 19. Jahrhunderts fast mit allen Kulturstaaten, in denen überhaupt katholische Kirchen vorhanden waren,
Konkordate zu schließen, bedeutet einen starken Erfolg der römischen Machtansprüche. Es liegt darin, seitens des Staates die Anerkennung der Kirche als einer gleichberechtigten Macht, mit der ein Vertragsverhältnis einzugehen, auch der seiner Macht wie nie zuvor bewusste Staat nicht für unter seiner Würde hält. Denn das Konkordat ist seiner Form nach ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei gleichgestellten Kontrahenten, die über die Ansprüche des einen an den anderen Vereinbarungen treffen. Die Kirche steht also beim Konkordatsabschluss dem Staate zumindest als ebenbürtige Partnerin gegenüber. Ich sage zumindest, denn in Wirklichkeit erhebt sie den Anspruch, mehr zu sein. Das waren zur Einleitung ein paar heftige Worte. Ich habe ein paar Teile in diesen Sätzen blau unterstrichen, weil das eigentlich die Essenz dieses Gelesen gerade eben ist. Ein Konkordat ist ein völkerrechtlicher Vertrag, aber die Kirche erhebt den Anspruch, mehr zu sein als ein ebenbürtiger Partner oder eine ebenbürtige Partnerin. Einen Vertrag schließe ich zwischen zwei Gleichgestellten. Einen Pakt schließe ich mit jemandem, der über mir steht, und ich stehe unter ihm. Und ein Bund ist genau dasselbe, wird von einem Übergestellten mit einem Untergestellten gemacht. Das Wort Bund wird im biblischen Sinne mit Gott gebraucht. Gott hat zum Beispiel einen Bund mit der Menschheit geschlossen, nie wieder die Erde mit Wasser zu vernichten nach der Flut. Das ist ein Bund. Und als Zeichen des Bundes hat er den Regenbogen in die Luft gesetzt und gesagt, jedes Mal, wenn man den Regenbogen sieht, soll das eben daran erinnern, dass wir diesen Bund haben, dass Gott die Erde nicht mehr mit Wasser vernichten wird. Ein Pakt steht dafür, dass man den mit dem Teufel schließt. Und ein Pakt ist halt gegenüber einem Vertrag unter Gleichgestellten der Unterschied, dass die Kirche eben den Anspruch erhebt, mehr zu sein. Das heißt, sie gibt vor, den Vertrag mit dem Staat zu unterzeichnen, auf gleicher Höhe zu sein, aber sie erhebt doch den Anspruch, mehr zu sein. Das heißt, wenn ich ein Konkordat abschließe, und das müssen wir uns immer wieder in den folgenden Lesungen immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, wenn ein Land ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche abschließt, ist es kein Vertrag unter gleichen, unter ebenbürtigen Partnern, sondern ist es ein Vertrag mit einer Partei, in diesem Fall die römisch-katholische Kirche, die den Anspruch erhebt, mehr zu sein als ich. Also es ist immer ein Vertrag mit einer übergeordneten Macht, mit einer Macht, die mächtiger ist als ich oder die mächtiger ist eben hier in dem Fall als der Staat. Das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, bei jedem einzelnen Konkordat. Alles, was wir jetzt in der Zukunft lesen, müssen wir diesen Grundsatz uns vor Augen führen. Deswegen lese ich diesen ganzen ersten Absatz hier nochmal unter Roms Ziele in der Praxis, besonders in seinen Konkordaten. Es ist unglaublich wichtig, dass wir verstehen, ein Vertrag wie ein Konkordat, das ein völkerrechtlicher Vertrag ist, wird normalerweise abgeschlossen zwischen zwei gleichgestellten Kontrahenten. Das Wort Kontrahent finde ich hier schon interessant gefunden, weil Kontrahent heißt ja, dass man im Grunde gegeneinander ist. Ja, aber wenn ich, dann ist die Kirche ja im Grunde mein Gegner. Das wird hier ja schon unterstellt. Also dann unterzeichne ich, und das sind jetzt meine Worte, wenn ich ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichne, dann unterzeichne ich im Grunde meine Kapitulation an die Kirche. Ja? Ich hoffe, dass ihr dem gut folgen könnt, wenn ich das jetzt nochmal lese. Schon allein die Tatsache, dass es Rom gelungen ist, im Lauf des 19. Jahrhunderts fast mit allen Kulturstaaten, in denen überhaupt katholische Kirchen vorhanden waren, Konkordate zu schließen, bedeutet einen starken Erfolg der römischen Ansprüche.
Es liegt darin, seitens des Staates die Anerkennung der Kirche als einer gleichberechtigten Macht, mit der ein Vertragsverhältnis einzugehen, auch der seiner Macht wie nie zuvor bewusste Staat nicht für unter seiner Würde hält. Denn das Konkordat ist seiner Form nach ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei gleichgestellten Kontrahenten, die über die Ansprüche des einen an den anderen Vereinbarungen treffen. Die römisch-katholische Kirche hat Ansprüche mir gegenüber und im Vertrag wird festgelegt, wie diese Ansprüche durchgesetzt werden. Das steht hier. Ja? Das Konkordat, ein völkerrechtlicher Vertrag über die Ansprüche des einen an den anderen. Okay? Die Kirche steht also beim Konkordatsabschluss dem Staate zumindest als ebenbürtige Partnerin gegenüber. Das ist die Theorie. Gustav Mix sagt, und ich sage zumindest, denn in Wirklichkeit erhebt die Kirche den Anspruch, mehr zu sein. Die Kirche stellt sich nicht auf denselben Level, auf dieselbe Ebene mit einem Staat. Die Kirche steht darüber. Die geistige Macht regiert über der weltlichen Macht. Die geistige Gerichtsbarkeit regiert über der weltlichen Gerichtsbarkeit. Haben wir so viele Male, selbst heute noch, besprochen und belesen. Ja, wenn das denn so ist, dann ist die Kirche ja kein gleichberechtigter Partner, dann ist die Kirche ein mir übergestellter Partner. Die Kirche steht also beim Konkordatsabschluss dem Staate zumindest als ebenbürtige Partnerin gegenüber. Aber Gustav Mix und ich sagen, zumindest, denn in Wirklichkeit erhebt die römisch-katholische Kirche den Anspruch, mehr zu sein als ein ebenbürtiger Partner. Rom hat die günstige Lage, in die es durch das Entgegenkommen der einzelnen Staaten gelangt war, gründlich auszubeuten verstanden. Kaum sah es sich als vertragsschließende Macht anerkannt, als es auch schon hinsichtlich der Verpflichtungskraft der einzelnen Verträge einen großen Unterschied zwischen sich und dem Staate stabilisierte. Dem Staate sollte es demnach in seiner Weise gestattet sein, einseitig von dem einmal geschlossenen Vertrage zurückzutreten. Das ist Satz 43 des Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Ja? Versteht ihr? Dem Staat sollte es demnach in keiner Weise gestattet sein, einseitig von dem einmal geschlossenen Vertrage zurückzutreten. Im Syllabus der Fehler steht es ebenso drin. Der Staat behauptet, er könne einseitig von einem Vertrag mit der römischen katholischen Kirche zurücktreten. Und das führt Papst Pius IX. Als einen Fehler auf im Satz 43 seines Syllabus der Fehler. Das heißt, die Kirche ist da überhaupt nicht mit einverstanden, dass der Staat sich das Recht nimmt, einseitig einen mit der Kirche geschlossenen Vertrag zu annullieren, zurückzutreten, aufzugeben, auszutreten. Zu sagen, nee, ich mache nicht mehr weiter. Der Staat hat nicht das Recht. Der Staat kann aber nur dann nicht das Recht haben, wenn er nicht ein gleichberechtigter Partner ist. Also ist die römisch-katholische Kirche kein gleichberechtigter Partner gegenüber dem Staat, sondern ein Superior, ein über ihm Stehender. Das ist so im Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Festgelegt. Seht ihr, wie wichtig es ist, diese verschiedenen Papiere der römisch-katholischen Kirche zu kennen? Dem Staate sollte es danach in keiner Weise gestattet sein, einseitig von dem einmal geschlossenen Vertrage zurückzutreten. Genau das schreibt die römisch-katholische Kirche im Syllabus der Fehler 1864. Die Kirche dagegen nimmt für sich das Recht in Anspruch, unter veränderten Umständen die Verbindlichkeit des Konkordatsvertrages einfach aufzuheben. Also mit anderen Worten, ich schließe einen Vertrag, der eigentlich ein völkerrechtlicher Vertrag unter zwei ebenbürtigen Partnern sein sollte, mit einem Partner, der von sich in Anspruch nimmt, über mir zu stehen, der mir das Recht nimmt, den Vertrag einseitig aufzusagen, sich aber selber das Recht vorbehält, diesen Vertrag einseitig aufzukündigen. Und jetzt gehen wir doch mal eben in die Conclusio.
Was heißt denn das mit anderen Worten? Wenn die römisch-katholische Kirche einen völkerrechtlichen Vertrag mit einem unabhängigen Staat geschlossen hat und den einseitig kündigt, dann heißt das doch nichts anderes als eine Kriegserklärung. Dann ist das doch nichts anderes als das Aussprechen des Interdikts, der Verdammnis gegenüber dem ganzen Staat. Weil außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es ja keine Erlösung. Da kommt wieder Unam Sanctam ins Werken und Wirken. Seht ihr, wie das alles zusammenhängt? Das ist so ein wichtiger erster Satz hier, oder Absatz, den wir hier lesen. Rom hat die günstige Lage, in die es durch das Entgegenkommen der einzelnen Staaten gelangt wird. Das heißt, die einzelnen Staaten haben Kompromisse gemacht. Gründlich auszubeuten, verstanden. Kaum sah Rom sich als vertragsschließende Macht anerkannt, als es auch schon hinsichtlich der Verpflichtungskraft der einzelnen Verträge einen großen Unterschied zwischen sich selber und dem Staate stabilisierte. Dem Staate sollte es demnach in keiner Weise gestattet sein, einseitig von dem einmal geschlossenen Vertrage, ich nenne es einen Pakt mit dem Teufel, zurückzutreten. Die Kirche dagegen nimmt für sich das Recht in Anspruch, unter veränderten Umständen die Verbindlichkeit des Konkordatsvertrages einfach aufzuheben. Zitat: Alle, zwischen Klammern katholischen Schriftsteller, alle stimmen darin überein. Und das Zitat kommt von dem Kölner Generalvikar Dr. Kreuzwald im Staatslexikon, 3. Band, Seite 670. Alle katholischen Schriftsteller stimmen darin überein, dass der Vertrag zwischen Staat und Kirche die stillschweigende Klausel Rebus sic stantibus enthält, dass somit die Kirche nicht bloß berechtigt, sondern verpflichtet wäre, die gemachten Konzessionen zu widerrufen, sobald dieselben, also die Konzessionen, dem Seelenheile der Gläubigen zum Nachteil gereichen würden. Ende Zitat. Vom Kölner Generalvikar Dr. Kreuzwald im Staatslexikon. Ja? Alle katholischen Schriftsteller stimmen darin überein, dass der Vertrag zwischen Staat und Kirche, das Konkordat, die stillschweigende Klausel Rebus sic stantibus enthält. Das bedeutet, dass somit die Kirche nicht bloß berechtigt, sondern verpflichtet wäre, die gemachten Konzessionen zu widerrufen, sobald dieselben dem Seelenheile der Gläubigen zum Nachteil gereichen würden. Also mit anderen Worten, sobald die römisch-katholische Kirche sagt, wir haben hier bestimmte Zugebungen gemacht und diese Zugebungen sind schlecht für das Seelenheil des Volkes, dann können wir diesen Vertrag kündigen. Danach ist also von einem Vertrag im eigentlichen Sinne überhaupt nicht mehr die Rede. Und die konsequenten Vertreter des römischen Systems, denen sich Antichrist Pius IX. In seinem Breve vom 19. Juni 1872 vorbehaltlos anschließt, haben durchaus recht, wenn sie anstelle dieser sogenannten Vertragstheorie über die Konkordate die Privilegientheorie setzen. So, jetzt gehen wir nochmal in eine ganz wichtige Diskussion hinein und einen ganz wichtigen Absatz, den ich rechts und links in diesem Heft beidseitig auf Seite 19 oben, im PDF auf Seite 11, Seite 19 in den Büchlein angestrichen habe. Und weil wir uns dafür Zeit nehmen wollen und das gut verstehen wollen, werden wir nächstes Mal noch einmal den letzten Satz auf Seite 18 lesen und dann auf Seite 19 in dem ersten Paragraphen weitergehen und werden den gründlich und ruhig analysieren, dass wir ganz gut begreifen, was da drin steht und was schlussendlich die Konsequenzen sind, wenn man einen Pakt mit dem Teufel schließt. Tja, Goethe hat da mal ein Werk drüber geschrieben, Dr. Faustus, wo ein Mensch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Mit den Konkordaten schließen ganze Völker, vertreten durch die von ihnen gewählte Regierung, einen Pakt mit dem Teufel. Inwieweit diese Völker die Regierung tatsächlich gewählt haben, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt.
Aber diese Staaten schließen den Pakt mit der römisch-katholischen Kirche und helfen somit der römisch-katholischen Kirche auf ihrem Weg zur selbstproklamierten Weltherrschaft. Und dann machen wir nächstes Mal in der 9. Lesung weiter. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ihr bleibt dran. Und bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.